Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und willkommen zurück zu dem nächsten Key auf meinem Kanal. Ich bin quasi ganz aufgeregt, weil ich diese Mythisch Plus Season einfach so viel Spaß habe. Ich kann es fast nicht in Worte fassen, wie viel Spaß ich habe. Wenn ihr das Video gestern gesehen habt, wir sind quasi nahtlos dabei, da weiterzumachen, wo wir gestern weitergemacht haben. Also gestern hatte ich ja diesen Dawnbreaker Key, jetzt bin ich weiterhin halt dabei, Raiding zu farmen. Und wir sind jetzt in Arrakarra, Stadt der Fäden. Ja, hauptsächlich, weil mir Raiding fehlt, ne? Und ohne Rating komme ich nirgendwo rein. Und wenn ich nirgendwo reinkomme, kriege ich keine guten Items. Und wenn ich keine guten Items kriege, hänge ich im Raid noch mehr hinterher als sowieso schon. Also irgendwie fühle ich mich zu Beginn dieser Season ziemlich unter Druck, wenn man das mal so sagen darf. Also Spaß habe ich nicht. Das kann ich mal so sagen. Und wäre ehrlich, wenn ich nicht den Kanal machen... Also, nicht falsch verstehen. Spaß an WoW an sich schon. Oh Gott, ich habe reingekackt. Ich habe reingekackt. Ich hätte die Ads nicht holen sollen. Spaß an sich schon, aber es fühlt sich gerade mehr nach Druck, Stress und Arbeit an. Und das ist etwas, was mir keinen Spaß macht gerade. Und wo ich tatsächlich ernsthaft am Überlegen bin, wie lange ich mir das noch geben möchte oder wie lange ich da Bock drauf habe. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. We will see. Aber immerhin, erster Boss ist down. Ich habe tatsächlich mal das Gefühl, hier eine halbwegs gute Gruppe erwischt zu haben. Also, weiß nicht, die spielen echt ganz vernünftig bis hierhin, wenn ich das so sagen darf. Die spielen echt ganz vernünftig. Ich glaube auch, weiß nicht, zweiter Boss mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken, bin ich ehrlich. Aber beim dritten Boss, bin ich ehrlich, da habe ich ein bisschen Panik, weil da gebe ich zu, den habe ich auch vorher, ich habe den dann schon in der Alpha gespielt und den letzten Boss habe ich bisher nie so richtig gerafft. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte jetzt natürlich auch, und da muss ich mich selber für in die Kritik nehmen, hätte ich mir vorher, bevor ich hier reingehe, das Ganze auch nochmal ruhig angucken sollen, was da von mir erwartet wird oder was ich tun soll. Aber ich hoffe, wir kriegen das noch halbwegs auf die Kette hier. Oder ich hoffe, dass die Gruppe gut genug ist, dass es nicht auffällt, wenn ich reinscheiße. I have no idea. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber hoffen wir einfach mal, dass es mit der Gruppe was wird. Und ja, theoretisch Grimbatul war ich ja auch schon drin. Den Key habt ihr gesehen. Mit den, ich glaube, 60 Toten oder was es war. So bitter der Key war, aber ich wünschte, wir hätten ihn einfach nur gefinisht. Dann hätte ich zumindest, weiß ich nicht, ein bisschen Score gehabt. Und müsste da jetzt nicht weiter rein. Ziel für gerade ist es, mehr oder weniger alle Keys auf 5 zu spielen, wenn ich jetzt mit ein bisschen mehr Score in 6er Keys reinkomme, nehme ich auch die gerne mit und dann darüber über das Rating ja in höhere Keys reinzukommen, dann bis theoretisch plus 9 brauche ich für die Crafting Items, aber da bin ich ehrlich, ich glaube, das werde ich diese Woche, diese ID nicht schaffen. Wenn ihr dieses Video seht, das ist noch von vergangener ID quasi, ja. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde, in dieser ID mir die restlichen Crests zu holen, damit ich mir ein 636er Epic craften kann. Dafür läuft es random einfach überhaupt nicht, wenn man das so sagen darf. Aber ihr seht's, der Tank, der hat auf jeden Fall Bock und der scheint sich auszukennen. Der pullt auf jeden Fall etwas bigger, better Burger King, so in etwa. Und da kommt zumindest schon mal ein bisschen was bei rum. Wie viel Rating hat der Dude? Lol. 180. Dann würde ich fast vermuten, dass der hier mit einem Twink gerade drin ist. Weil der rasiert echt übel. Also, was heißt rasiert? Aber er pullt mit Selbstvertrauen und er legt sich halt auch nicht ab. Der hat 500... Was? Was?
Das kann ich mir ja nicht vor... 571? Ich werde euch persönlich vernichten. Das kann ich mir... die sind alle... Die sind alle aus einer Gilde. Das würde erklären, warum es halbwegs smooth läuft. Weil die sich kennen. Aber krass, dass der Dude hier mit 571 durchgeht und der Schurke hatte ja auch nicht wirklich viel mehr. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Und dafür geht der Run echt, echt solide. Also, das muss man mal an der Stelle positiv hervorheben. Oh shit. So. Den Boss. Ja. Glaube ich, den sollten wir schaffen. Da mache ich mir jetzt auch nicht so einen Kopf. Charge. Aber gut, dann haben wir jetzt hier quasi der dann hat er DK gutes Gear und ich halbwegs. Und wir ziehen hier quasi den Rest gerade durch. Und der Heiler wird wahrscheinlich Gear haben, weil ich glaube, ansonsten weiß ich nicht, ob der das so durchstehen würde, wenn der Tank so niedriges Gear hat. Aber letzten Endes, jetzt mal ganz im Ernst, ich war hier schon auch vorher mehrfach drinne mit Gruppen, wo die Leute viel, viel mehr Gear hatten und das sah wesentlich beschissener aus. Also von daher sehr interessant. Charge. Hoppa. Oh. Gott sei Dank. Hatte ich da meinen Retreat. Ansonsten wäre das sehr, sehr eng geworden. Noch ein Ad. Charge. Schon wieder auf mir. Mann, ey. Komm. 12% noch. Enter. Let's just kill this dude, please. Das ist halt jetzt doof, dass der Schurke nicht so viel Gear hat. Sonst ginge der Krams wesentlich schneller. So, sehr gut. Das lief echt... Überraschend einwandfrei. Ich bin wirklich positiv überrascht. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg zum Endboss. Also wir sind, glaube ich, erst, ich glaube, 30 Minuten ist der Timer. Wir sind erst 12 Minuten hier drin. Haben schon 70% Trash geömmelt. Und zwei Bosse down. Also, ja, ich wiederhole mich, aber ich hätte nicht mit sowas gerechnet hier. Schon gar nicht, als ich eben gesehen habe, was für ein Gear die haben oder was sie nicht haben. Und ihr seht's, der pullt schon, der pullt schon recht dick hier. Also, Rücksicht auf Verluste wird hier nicht genommen. Kannst du mir den mal abspotten, please? Oder eher nicht so? Danke, Gimli. Vielen Dank, Gimli. Euer Aufstieg ist vollendet. Okay, kleine Ads. Die schmecken natürlich ganz gut für mich zum Downbomben, bin ich ehrlich. Weil hier gerade das Positioning irgendwie recht unübersichtlich ist. Deswegen hat der Todesritter 609.
Okay, ich glaube, nächster dicker Pull. Es geht auf jeden Fall weiter ab. Tatsächlich muss ich sagen, ist das sogar dann ein Dungeon, der relativ viel Spaß macht. Weil sich das gerade mal wirklich so anfühlt, als wüssten wir hier, was wir tun. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das für den Endboss bei mir behaupten kann. Ich würde sagen, eher nicht. Aber anhand der Art und Weise, wie hier gepult wird und wie wir hier durchgehen, das ist schon ganz nice. Das ist wirklich ganz nice. Das fühlt sich ein bisschen an wie früher quasi. Ist vollendet. Wie früher quasi. 290 Mille. Kikatal, die Ernterin. Kampfforscher mal auch wieder ready dafür. Und wir gehen auch direkt rein. Abfahrt. Wir gehen direkt rein. Ups, das Ping hatte ich da eigentlich nicht vor. Das ist ein Makro. Noch. Die Leere soll euch alle holen. Oh nein, ich Idiot. Ich Idiot. Das war dumm. Das war richtig schön dumm. So, theoretisch haben wir einen Battle Reds, aber ich krieg keinen. Und noch 60% auf dem Boss. Ich meine, von mir aus spiele den auch einfach solo runter. I don't give a shit. Könnt ihr auch machen. Jetzt kommt der Reds. Ich nehme ihn aber noch nicht an. Ich warte noch, bis die Gifte durch sind. Kein Bock. So, jetzt. Oh. Die Leere soll euch alle holen! Alter, ich bin durch. Ich raff die Mechanik nicht. Ich raff die Mechanik nicht. Hätte ich dafür vorher in so eine Pfütze reingehen müssen. Oder... Irgendwas habe ich verkackt auf jeden Fall. Irgendwas habe ich nicht richtig gespielt. Und ja, am Ende habe ich es dann gerafft. Ich hätte in diese blauen Flächen reinsteppen müssen. Jetzt habe ich auch den Boss verstanden. Quasi learning by doing. Mehr oder weniger. Hat zum Glück den Key nicht gerippt. Der Shami ist ja eben auch einmal gestorben. Hatte zum Glück Angst. Sonst, gut, wir hätten auch noch einen Try hier drauf machen können. Aber ja, alles in allem, das war bisher der beste Key, den ich diese Season gespielt habe. Und das mit einem 571er Tank. Ja, also man sieht, wenn man weiß, was man tun muss, braucht man scheinbar auch gar nicht so viel Gear. Es geht dann auch so. So, plus 2, 234 Rating, nice. 1317 haben wir damit. Und gib mir irgendwas. Boralus, da hat doch auch keiner Bock drauf. Und die Beinschützer brauchen auch keine Sau. Vergesst nicht, eure Ausrüstung zu reparieren. Hier, take it or leave it. I don't need it. Aber nun ja, damit haben wir zumindest den Dungeon geschafft, haben wieder ein bisschen mehr Rating, 1317 damit an dieser Stelle. Es geht vorwärts, jetzt müsste ich nur endlich mal meinen eigenen Key irgendwie spielen. Aber gut, wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen.